Hast du dir jemals die Zeit genommen, über die Architektur des Superhaufens von Galaxien nachzudenken, in dem wir leben? Wir leben auf der Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne aus. Sie gehört zu unserem Sonnensystem. Das Sonnensystem liegt in der Milchstraße, die wiederum in der lokalen Gruppe liegt, die über 50 Galaxien umfasst und sich über etwa 10 Millionen Lichtjahre erstreckt. Die lokale Gruppe liegt an der Peripherie des Virgo-Haufens, eines Haufens mit über 1000 Galaxien in 60 Millionen Lichtjahren Entfernung. Sie ist ein kleiner Teil des lokalen Superhaufens, einer Region mit einer Ausdehnung von etwa 100 Millionen Lichtjahren, die mehrere hundert Galaxienhaufen umfasst. Eine Galaxie ist eine riesige Ansammlung von durch Schwerkraft gebundenen Sternen, Staub und interstellarem Gas. Galaxien gibt es in allen Formen und Größen, von 2000 bis 500.000 Lichtjahren im Durchmesser. Bis vor kurzem galt der lokale Superhaufen als die letzte Zeile unserer kosmischen Adresse. Doch heute wissen wir, dass wir zu einer Ansammlung von mehreren Galaxienhaufen gehören, die durch die Schwerkraft miteinander verbunden sind. Lania Kea ist der Superhaufen, in dem unsere eigene Milchstraßengalaxie zusammen mit 1000 anderen Galaxien liegt und der sich über einen Durchmesser von rund 520 Millionen Lichtjahren erstreckt. Wie können wir von einer einfachen Ansammlung von Sternen zu einer gigantischen Struktur mit einem Durchmesser von über 500 Millionen Lichtjahren kommen? Und wie sieht dieser Lania Kea Superhaufen aus? Liebe Reisende, herzlich willkommen! Heute machen wir uns auf den Weg in die entlegensten Winkel unseres Universums, um den Lania Kea Superhaufen zu entdecken. Aber bevor du zu deinem nächsten Abenteuer aufbrichst, solltest du das Video liken und den Kanal abonnieren, damit du nichts verpasst. Danke und eine gute Reise. Wir nehmen dich mit auf eine Reise durch Lania Kea. Nach dem Urknall war das Universum wahrscheinlich sehr gleichförmig. Zu dieser Zeit gab es keine Sterne, Galaxien oder andere Strukturen. Wie konnte sich das Universum in über 13 Milliarden Jahren von einer einfachen, gleichmäßigen Verteilung der Materie zu einer komplexen Architektur entwickeln? Wie hat es sich zu einem solchen Spektakel aus Formen und Farben entwickelt? Die Dichte des ursprünglichen Universums unterlag nur geringen Schwankungen in der Homogenität, die durch die unaufhörliche Bewegung der von der Strahlung aufgewühlten Teilchen verursacht wurden. Die entstandenen Dichtestörungen nutzten die Gravitation. Sie wuchsen und die Anziehungskraft ihrer eigenen Masse ermöglichte es ihnen, Materie an sich zu ziehen. So entstanden die Lücken in der Homogenität, die es heute noch gibt. Die Theorien über die Entstehung von Galaxien beruhen auf zwei Szenarien. Das erste Szenario basiert auf der hierarchischen Theorie, die besagt, dass sich als erstes Strukturen mit einer Masse von etwa einer Million Mal so groß wie die der Sonne gebildet haben. Größere Strukturen, wie zum Beispiel Galaxien, bildeten sich durch die Anhäufung kleinerer Strukturen. Diese Galaxien gruppierten sich dann zu Haufen, die zu noch größeren Strukturen, Superhaufen, führten, die durch die Schwerkraft miteinander verbunden sind. Eine andere Theorie besagt, dass umgekehrt die kleinsten Strukturen das Ergebnis der Fragmentierung der größten sind. In diesem Sinne wären in erster Linie die Superhaufen entstanden. Millionen von Milliarden von Sonnenmassen wären unter dem Druck von Gas und Strahlung zusammengebrochen. Die Massen dieser Entität hätten dann riesige Räume eingenommen.
Die durch den Urknall ausgelöste Ausdehnung des Universums hätte die sich bildende große Struktur dazu gezwungen, sich abzuflachen und ein Blatt aus dichter Materie zu bilden. Dieses Blatt zog sich dann zusammen und es entstanden Fäden, die sich über Millionen von Lichtjahren erstreckten. Im Laufe der Zeit teilten sich diese in kleinere Einheiten auf und bildeten Galaxienhaufen und später einfache Galaxien. In den letzten Jahrzehnten haben Beobachtungen der jüngsten Galaxien beide Theorien weiter gestützt. Obwohl es sowohl für die Fragmentierungstheorie als auch für die hierarchische Theorie Argumente gibt, ist der Ursprung der Galaxien immer noch ein offenes Kapitel. Galaxien sind definiert als Systeme, die aus Staub, Gas und einer astronomischen Anzahl von Sternen bestehen. Alle werden durch die Schwerkraft zusammengehalten. Die meisten großen Galaxien haben auch supermassive schwarze Löcher in ihrem Zentrum. 1936 erstellte Hubble eine Klassifizierung der Galaxien in 4 Typen: spiralförmig, elliptisch, linsenförmig und irregulär. Spiralgalaxien haben die Form einer flachen Scheibe, die sich um eine zentrale Ausbuchtung dreht, die von Spiralarmen umgeben ist. Die Rotationsbewegung, die Geschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern pro Sekunde erreichen kann, bewirkt, dass die Materie in der Scheibe eine besondere Spiralform annimmt. Unsere Galaxie, die Milchstraße, ist eine Spiralgalaxie. Diese Art von Galaxie enthält alte Sterne, Gas, Staub und junge Sterne. Sie sind in der Regel von einem massiven Halo aus viel kleineren Sternen umgeben. Elliptische Galaxien erscheinen als große, mehr oder weniger langgestreckte Kugeln aus relativ alten Sternen. Sie erscheinen daher röter als andere Galaxien. Der Raum zwischen ihren Sternen enthält fast kein Gas, was die Bildung neuer Generationen von Sternen verhindert. Linsengalaxien sind ein Kompromiss zwischen Spiralgalaxien und elliptischen Galaxien. Wie Spiralgalaxien bestehen sie aus einer relativ dünnen Scheibe, die sich um eine zentrale Ausbuchtung dreht, aber sie haben keine Spiralarme. Wie elliptische Galaxien enthalten sie wenig Staub und interstellare Materie. Zu den irregulären Galaxien gehören ursprüngliche Galaxien mit ganz besonderen Formen, die in keine der anderen Kategorien passen. Sie können verdrehten Scheiben oder verzerrten Kugeln ähneln. Alles scheint möglich zu sein. NGC 4214 ist eine kleine, unregelmäßige Galaxie im Sternbild Hund, etwa 13 Millionen Lichtjahre entfernt. Eines ihrer Merkmale, und vielleicht das attraktivste, ist ihre riesige, herzförmige Höhlung. In ihrem Inneren befindet sich ein gigantischer, offener Sternhaufen mit jungen Sternen, deren Oberflächentemperaturen zwischen 10.000 und 50.000 Grad Celsius liegen. Man nimmt an, dass sich der Hohlraum durch Sternwinde gebildet hat und dass das daraus resultierende Fehlen von Gas die Sternentstehung in diesem Gebiet gebremst hat. Galaxien sind im Universum nicht isoliert. Sie bewegen sich in Relation zueinander. Manchmal kommen sie einander so nah, dass sie Verformungen, Erschütterungen oder sogar Absorptionen verursachen. Sogar innerhalb einer Galaxie werden Sterne geboren und sterben dann, wodurch neue Generationen von Sternen entstehen, die sich von den vorherigen stark unterscheiden. Farbe, Helligkeit und Form von Galaxien entwickeln sich ständig weiter. Galaxien befinden sich in ständiger Bewegung. Sie drehen sich um sich selbst, bewegen sich durch den Raum und stoßen manchmal zusammen, wenn sie einer benachbarten Galaxie zu nahe kommen.
Wenn sich die Wege zweier Galaxien kreuzen, kann die massereichere Galaxie das Gas, den Staub und die Sterne der kleineren Galaxie anziehen. Infolgedessen wächst die größere Galaxie und nutzt die Bestandteile der kleineren Galaxie, um neue Generationen von Sternen zu bilden. Die kleinere Galaxie wird dadurch stark verzerrt. Manchmal verursachen Galaxienbegegnungen eine beschleunigte Konzentration von Gaswolken, was zu Ausbrüchen von Sternentstehung führt. In anderen Fällen kann eine Riesengalaxie eine kleinere Galaxie verschlucken. Die Sterne und das interstellare Medium der kleineren Galaxie vermischen sich mit den Bestandteilen der Riesengalaxie, wodurch eine vielfältige Sternenpopulation entsteht. Dies wird als galaktischer Kannibalismus bezeichnet. Wenn sich Hunderte oder sogar Tausende von Galaxien in einem kugelförmigen Raum zusammenschließen, dessen Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, spricht man von Galaxienhaufen. Dies sind die größten organisierten Strukturen im beobachtbaren Universum. Galaktische Haufen sind Strukturen, die so groß sind, dass ihre Bauphase noch nicht abgeschlossen ist und sie noch keine stabile Konfiguration erreicht haben. Das bedeutet, dass einige Objekte noch nicht ihren Punkt des dynamischen Gleichgewichts erreicht haben. Die Astronomen haben die Haufen daher nach ihrem möglichen Entwicklungsszenario klassifiziert. Es gibt irreguläre Haufen, die in der Regel die jüngsten sind, und reguläre Haufen, die in der Regel die ältesten sind und eine sehr hohe kugelförmige galaktische Zentraldichte aufweisen. In der Astronomie werden verschiedene Haufen anhand ihrer Größe unterschieden. Diese variablen Größen werden an der Very Richness des Haufens gemessen, das heißt an seinem Gehalt an hellen Galaxien in einer bestimmten Entfernung von 1,5 Megaparsec vom Zentrum. Zur Erinnerung, ein Parsec entspricht 3,26 Lichtjahren. Die reichsten Galaxienhaufen sind die seltensten. Auf der Grundlage dieser Klassifizierung beträgt der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Haufen 42 Megaparsec, unabhängig vom Haufen, selbst bei den ärmsten. Um von einem superreichen Cluster zu einem anderen zu gelangen, musst du dagegen eine durchschnittliche Entfernung von 188 Megaparsec zurücklegen. Der Reichtum eines Haufens bestimmt die Art der Galaxie, die er enthält. Reiche Galaxienhaufen enthalten mehrheitlich elliptische Galaxien. Das liegt daran, dass eine größere Reichhaltigkeit eine größere galaktische Dichte in den inneren Zonen des Haufens bedeutet. Folglich sind die reichsten Haufen in der Regel auch die regelmäßigsten. Da die regelmäßigsten Galaxien auch die ältesten sind, neigen die Galaxien natürlich dazu, ihre Form von spiralförmig zu elliptisch oder linsenförmig zu verändern. Dieses Phänomen betrifft die am weitesten entfernten Haufen mit einer großen Anzahl von blau gefärbten Galaxien, die typisch für Spiralgalaxien sind. Das Hubble-Weltraumteleskop macht fantastische Entdeckungen auf dem Gebiet der Astronomie. Es ist seit 1990 in Betrieb und verfügt über einen großen Spiegel mit einem Durchmesser von 2,4 Metern, mit dem es Bilder mit einer Winkelauflösung von weniger als 0,1 Bogensekunden erzeugen kann. Durch seine Fähigkeit, im nahen Infrarot und Ultraviolett zu beobachten, übertrifft es die leistungsstärksten bodengebundenen Instrumente. Die von Hubble gesammelten Daten haben zu einigen sehr wichtigen Entdeckungen auf dem Gebiet der Astrophysik beigetragen. Unter anderem hat das Teleskop Milliarden von Lichtjahren entfernte Galaxienhaufen aufgedeckt. Dabei handelt es sich um spiralförmige und sogar irreguläre Galaxien, die heute nicht mehr gezählt werden. Es gibt zwei mögliche Erklärungen für ihr Verschwinden. Erstens, die Verschmelzung von zwei oder mehr Galaxien.
Wenn es zu einer Verschmelzung kommt, verursachen Gravitationswechselwirkungen eine unvermeidliche morphologische Veränderung. Computersimulationen haben gezeigt, dass das Ergebnis einer Fusion immer eine elliptische, kugelförmige Galaxie ist. Die andere Ursache für ihr Verschwinden ist das Aufhören der Sternentstehung in den Galaxien. Wenn das in einer Galaxie enthaltene Gas vollständig zerstreut oder verbraucht ist, kann die Sternentstehung zum Stillstand kommen. Andererseits können starke Gravitationswechselwirkungen dazu führen, dass das Gas aus der Scheibe einer Spiralgalaxie entweicht und sie sich zu einer linsenförmigen Galaxie entwickelt. Oder zu einer Galaxie mit einer Scheibe, aber ohne Sterne, die die Farben einer elliptischen Galaxie annimmt. Der Trend zur Galaxienvereinigung ist nicht auf die MPC-Skala beschränkt. Die lokale Gruppe, unsere Galaxiengruppe, bildet mit anderen Galaxien im Virgo-Haufen eine riesige Struktur. Es ist eine riesige, flache Ausdehnung mit einer kleinen zentralen Ausbuchtung, die als lokaler Superhaufen bekannt ist. Ein Dutzend Superhaufen sind auf der dreidimensionalen Karte des beobachtbaren Universums verzeichnet. Zu den nächstgelegenen gehören der Hydra Centaur, das Haar der Berenike und der Perseusfisch. Die größte sichtbare Struktur im Universum ist der gigantische Sloan Great Wall Haufen. Diese kosmische Struktur, die eine riesige Mauer aus Galaxien bildet, ist 1,38 Milliarden Lichtjahre lang und liegt 1 Milliarde Lichtjahre von uns entfernt. Die große Sloan-Mauer ist etwa ein 1/60 des Durchmessers des beobachtbaren Universums. Sie enthält mehrere Superhaufen von Galaxien. Der Überbau des Kosmos, der uns heute interessiert, ist kein anderer als der Superhaufen von Galaxien, der uns beherbergt. Er wird Laniakea genannt. Laniakea ist ein Superhaufen von Galaxien, der aus 3 Superhaufen besteht, die mit einer Geschwindigkeit von etwa 6,30 mal 105 Meter pro Sekunde in Richtung des großen Attraktors zusammenlaufen. Er ist einer von 6 Millionen Superhaufen im beobachtbaren Universum. Aufgrund seiner ungefähren Größe von 520 Millionen Lichtjahren macht er etwa 4% des Durchmessers des beobachtbaren Universums aus. Laniakea enthält 3 Superhaufen. Den Virgo-Superhaufen, zu dem unser Planet Erde und die Milchstraße gehören, den Hydra-Centaure-Superhaufen, in dem der große Attraktor zu Hause ist, und den Peacock-Indien-Superhaufen. Der indische Pfau-Superhaufen befindet sich mehr als 210 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Pfau. Er besteht aus mehreren tausend Galaxien, von denen einige sehr bekannt und wichtig sind. Die 3 wichtigsten Haufen sind Abel 3656, Abel 3698, der dichteste, und Abel 3742. Er schließt eine nahegelegene Galaxienwand ein, die den Ruler-Haufen mit dem Centaure-Superhaufen verbindet. Eine Galaxienwand ist ein galaktischer Faden, der aus einer Reihe von Galaxien besteht, die eine Grenze zwischen kosmischen Leerräumen bilden, die zusammen das kosmische Netz bilden. Der Superhaufen Indian Peacock enthält weder reiche Galaxienhaufen noch besonders große Konzentrationen von Galaxien. Er wird daher nicht als Hauptbestandteil von Laniakea angesehen. Am Himmel ist er schwach als eine gekrümmte Wand aus Galaxien zu erkennen, die den A3627 oder Rulerhaufen und den Centaure-Superhaufen verbindet. Thank you.
Der Hydra Centaurus Superhaufen ist einer der größten bekannten Galaxien-Superhaufen und erstreckt sich über ein Gebiet von mehreren 10 Millionen Lichtjahren. Er enthält viele wichtige Himmelsobjekte. Er ist der nächste Nachbar unseres eigenen Virgo-Superhaufens. Der Superhaufen ist in mehrere Teile unterteilt. Den Centaur-Superhaufen, der den Centaur-Haufen enthält, den Hydra-Superhaufen, der hauptsächlich den Hydra-Haufen enthält, und den Ruler-Haufen. Diese Haufen liegen zwischen 150 und 200 Millionen Lichtjahren auseinander. Weitere kleinere Haufen vervollständigen das Bild. Eines der Merkmale des Hydra-Centaure-Superhaufens ist seine Nähe zum großen Attraktor. Letztere ist eine Gravitationsanomalie im intergalaktischen Raum im Zentrum des Laniakea-Superhaufens. Der Virgo-Superhaufen, auch als lokaler Superhaufen bekannt, ist ein Superhaufen von Galaxien, zu dem die lokale Gruppe, bestehend aus den Galaxien Milchstraße und Andromeda, gehört. Seinen Namen verdankt er dem Virgo-Galaxienhaufen in seinem Zentrum. Er hat einen Durchmesser von etwa 200 Millionen Lichtjahren. Der Virgo-Superhaufen besteht aus einer Scheibe und einem Halo. Die Scheibe hat eine kreisförmige Form und enthält 60% der leuchtenden Galaxien des Superhaufens. Der Halo hingegen besteht hauptsächlich aus langgestreckten Objekten und enthält die restlichen 40%. Innerhalb des Virgo-Superhaufens gibt es etwa 10.000 Galaxien in über 100 Haufen. Der Virgo-Haufen befindet sich in der Nähe seines Zentrums, während die lokale Gruppe in der Nähe des Randes liegt, aber von ihm angezogen wird. Ihre Gesamtmasse wird auf etwa 1015 Sonnenmassen geschätzt. Da seine Leuchtkraft im Vergleich zu der Anzahl der Sterne, die er enthält, relativ gering ist, sind sich die Wissenschaftler einig, dass ein großer Teil davon aus dunkler Materie bestehen muss. Alle Objekte im Virgo-Superhaufen werden durch die Schwerkraft des großen Attraktors angezogen. Der Virgo-Superhaufen ist in sogenannte Galaxienwolken untergliedert. Die Scheibe enthält den Virgo-Haufen, die Hundswolke und die Virgo-2-Wolke. . 1964 entdeckten zwei Amerikaner zufällig eine Form von Strahlung, in die das gesamte Universum getaucht ist. Den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Damals entdeckten sie, dass sich unsere Galaxie mit einer astronomischen Geschwindigkeit von 630 Kilometern pro Sekunde bewegt. Damals war das Phänomen noch nicht vollständig geklärt und es wurden Teams von Astronomen gebildet, um es weiter zu untersuchen. Die Sieben Samurai, ein Team aus sieben amerikanischen Astronomen, unterstützten und untersuchten diese Verschiebung. Nach 20 Jahren Forschung gelang es ihnen, die Geschwindigkeit der Verschiebung an einer Stichprobe von rund 400 Galaxien zu messen. Es gelang ihnen auch, die Zone abzugrenzen, die unsere Galaxie anzuziehen scheint. Diese wird jedoch von unserer eigenen Galaxie verdeckt. Die Sterne, die ein leuchtendes Band auf dem Himmelsgewölbe bilden, verdecken genau den Ort, der die Wissenschaftler interessiert. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass sich nicht nur unsere Galaxie mit 630 Kilometern pro Sekunde bewegt, sondern dass sich alle Galaxien um uns herum in die gleiche Richtung durch den Kosmos bewegen. Die sieben Samurai konnten dieses Phänomen mit der damaligen Physik nicht erklären, also schlugen sie ein Modell vor. Es wäre eine gigantische, undurchsichtige Masse, die für uns unsichtbar ist, uns aber anzieht. Diese riesige Masse ist als der große Attraktor bekannt. Obwohl die damaligen Teleskope nicht leistungsfähig genug waren, um sie zu beobachten, wurden Ressourcen eingesetzt, um die Beobachtungsinstrumente zu verbessern, und es gelang, diesen seltsamen großen Attraktor zu entdecken.
Im Jahr 2014 entdeckten Forscher, dass wir zu einer noch größeren Struktur gehören. Bei dem Versuch, die Richtung zu kartieren, in die sich Tausende von Galaxien bewegen, entdeckten die Forscher, dass die lokale Gruppe Teil des Laniakea-Superhaufens ist. Der lokale Superhaufen ist nämlich nur ein Ausläufer eines Superhaufens, der 100.000 große Galaxien umfasst und sich über eine 10-mal größere Entfernung erstreckt. Wissenschaftler entdeckten, dass der große Attraktor nicht einfach ein riesiges, kugelförmiges, undurchsichtiges Objekt ist, sondern der zentrale Punkt eines himmlischen Kontinents, auf den die Objekte durch ihre Gravitation ausgerichtet sind. All dies macht nur 4% des kartierten Universums aus. Der neu entdeckte gigantische Superhaufen wurde zu Ehren der frühen Polynesier, die den Pazifischen Ozean mit Hilfe der Sterne erforschten, Laniakea genannt. Laniakea bedeutet in der hawaiianischen Sprache riesiger himmlischer Horizont. Er misst über 520 Millionen Lichtjahre im Durchmesser. Er ist von anderen Superhaufen wie Shapley, Hercules und Perseus Pisces umgeben. Innerhalb von Laniakea selbst beeinflussen verschiedene Kräfte die Bewegung der Galaxien. Dank der Entdeckung von Laniakea lernen wir mehr über den Aufbau, die Dynamik, die Vergangenheit und die Zukunft des Universums. Die Verteilung der Galaxien und ihre Bewegungen geben uns wertvolle Informationen über die Geschichte ihrer Entstehung. Innerhalb der Grenzen von Laniakea gibt es eine Vielzahl von kleinen und großen Galaxien mit einer Masse, die dem 100 Millionen Milliardenfachen der Masse der Sonne entspricht. Der Superhaufen der Galaxien, in dem wir leben, ist riesig und könnte wie folgt definiert werden. Nimm unsere Galaxie, multipliziere sie mit 100.000, füge 1 Million kleinerer Galaxien hinzu und du erhältst Laniakea. Wir beginnen unsere Reise in Richtung desjenigen, der im Zentrum von Laniakea liegt und den größten Einfluss auf seine Mitglieder hat. Das ist der große Attraktor. Bereits in den 1970er Jahren wurden die ersten Anzeichen für eine Abweichung von der vermeintlich gleichmäßigen Expansion des Universums entdeckt. Im Jahr 1986 wurde die Position des sogenannten Großen Attraktors bestimmt. Das ist eine Gravitationsanomalie im Zentrum von Laniakea in der Nähe des Hydra Centauri Superhaufens. Sie ist schwer zu beobachten, weil sie direkt hinter der galaktischen Ebene der Milchstraße liegt. Der Große Attraktor kann indirekt durch seine Wirkung auf die Bewegung von Galaxien und Haufen nachgewiesen werden. Die Ausdehnung des Universums erklärt, warum sich die Galaxien immer weiter voneinander entfernen. Riesige Materieklumpen können diese Bewegung jedoch verlangsamen. In den vergangenen Milliarden von Jahren haben sich unsere Galaxie und alle Galaxien um uns herum dem großen Attraktor angenähert. Es gibt verschiedene Theorien über die Natur des großen Attraktors. Er könnte zum Beispiel durch eine Überdichte an Materie verursacht werden. Der große Attraktor bleibt ein Rätsel. Er liegt auf der anderen Seite der Milchstraße. Zwischen ihr und uns befindet sich eine riesige Anzahl von Sternen und Sternhaufen. Hinzu kommt ein Gewirr aus Gas und Staub. Das Licht, das uns eigentlich erreichen sollte, wird folglich verdeckt, was es für Wissenschaftler schwierig macht, es zu beobachten. Sicher ist nur, dass unsere Galaxie und alles in unserem Superhaufen auf den großen Attraktor zusteuert. Bringt das unseren Planeten in Gefahr?
Das weiß derzeit niemand genau. Während einige Astronomen darin kein Problem sehen, glauben andere, dass sich die Galaxien und alle Haufen zu immer größeren Superhaufen zusammenschließen und schließlich das Ende des Universums in Form eines Big Crunch verursachen könnten. Setzen wir unsere Reise in unsere nächste Nachbarschaft fort, astronomisch gesprochen, denn wir sprechen hier von Entfernungen in der Größenordnung von Tausenden von Lichtjahren. Die Milchstraße, unsere eigene Galaxie, ist diejenige, über die wir am meisten im Detail wissen. Wenn wir sie untersuchen, können wir die Welt um uns herum und die Teile des Universums, zu denen wir keinen Zugang haben, besser verstehen. Wir leben auf der Erde. Unser Planet liegt in der Nähe der Sonne, die wiederum auf einem der Arme unserer Spiralgalaxie, der Milchstraße, liegt. Die Erde wird mit etwa 30 Kilometern pro Sekunde in ihre Umlaufbahn um die Sonne gebracht. Die Sonne zieht das gesamte Sonnensystem mit einer Geschwindigkeit von fast 220 Kilometern pro Sekunde mit sich. Obwohl diese Geschwindigkeiten schwindelerregend erscheinen mögen, ist die Milchstraße so groß, dass wir uns nur auf etwa der Hälfte der Länge des Arms befinden. Wenn wir die Erde mit einer Murmel von einem Millimeter Durchmesser vergleichen würden, wäre der Mond 3 Zentimeter entfernt. Die Sonne wäre 1,5 Meter entfernt und der nächstgelegene Stern 3200 Kilometer. Die Milchstraße würde sich auf die Hälfte der Entfernung zur Sonne ausdehnen. Die Erde ist in diesem System, das sie umgibt, unendlich klein. In den letzten Jahrhunderten ist sich die Menschheit der Unermesslichkeit der Sternenwelt immer mehr bewusst geworden und hat sie immer genauer unter die Lupe genommen, meist aus der Ferne. Von der Erde aus gesehen ist das Schauspiel der Milchstraße auch ohne Instrumente beeindruckend, vor allem wenn du dich auf der Südhalbkugel befindest, denn die leuchtenden Regionen des galaktischen Zentrums leuchten hoch am Himmel. Die Milchstraße bleibt eines der wichtigsten Ziele bei der Erforschung des Universums. Obwohl die Entfernungen gigantisch sind, bietet sie uns ein begehbares Labor des Universums, in dem wir eine Vielzahl von Objekten aus nächster Nähe entdecken können, die repräsentativ für die Sterne und andere Himmelskörper sind, die unsere Galaxie bevölkern. In der Milchstraße finden auch elementare physikalische Prozesse statt, die analysiert werden können. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich einig, dass die Milchstraße ein repräsentativer Prototyp der Spiralgalaxien ist, die heute die größte Klasse von Galaxien bilden. Die Erforschung der Milchstraße liefert uns daher Elemente, um diese Art von Galaxien im gesamten Universum zu erklären. Mehr noch, die Ursprünge des Menschen sind in der Milchstraße verwurzelt. Sie ist wie unser kosmischer Lebensraum, in dem sich unser Sonnensystem gebildet hat. Die Milchstraße ist eine Spiralgalaxie mit einem Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und einer Dicke von etwa über 1.000 Lichtjahren. Sie entstand vor Milliarden von Jahren, als eine riesige Gaswolke unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenbrach und sich unter dem Einfluss der Rotation abflachte. Er besteht aus einer zentralen Ausbuchtung, um die sich zwei Hauptspiralarme und Segmente anderer Arme gruppieren. Ihre Form wird von hellen, jungen Sternen, Gas- und Staubnebeln und dichten, dunklen Molekülwolken geprägt. Die zentrale Ausbuchtung enthält viele alte Sterne, aber wenig Gas. Die Milchstraße hat ungefähr die Form einer sehr dünnen Scheibe. Sie enthält zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne. Obwohl diese Zahl außergewöhnlich erscheint, nimmt die Gesamtmasse der Sterne nur ein winziges Gesamtvolumen im Vergleich zu dem der Galaxie ein. Die Sterne sind über die ganze große Leere der Galaxie verstreut. Aber dieses Vakuum des Raums wird von extrem dünnen interstellarem Gas eingenommen. Galaxien bestehen aus Sternen, dunkler Materie,
verschiedenen exotischen Bestandteilen und interstellarem Gas, das in diesem gigantischen Volumen zwischen den einzelnen Sternen verdünnt wird. Interstellares Gas ist extrem verdünnt und enthält durchschnittlich ein Atom pro Kubikzentimeter. Verglichen mit der Luft, die wir atmen, ist das mehr als 10 Milliarden Mal weniger. Aus diesem interstellaren Gas werden neue Sterne gebildet. Die Protogalaxien bestanden zunächst aus nichts als Gas. Dann dehnten sich Galaxien wie die Milchstraße über Milliarden von Jahren aus, indem sie Gas von außerhalb der Galaxie aufnahmen. Es war interstellares Gas, das den Spiralgalaxien ihre Scheibenform gab. Eine Gaskugel kann durch ihre eigene Schwerkraft entlang ihrer Rotationsachse zusammengedrückt werden. Senkrecht zu dieser Achse bildet sich eine Scheibe. Interstellares Gas kann kaltes atomares, heißes atomares, molekulares, heißes ionisiertes oder sehr heißes ionisiertes Gas sein. Kaltes atomares Gas macht etwa die Hälfte der Gesamtmasse aus. Es ist ein unverzichtbares Reservoir, das die Molekülwolken speist, in denen sich neue Sterne bilden. Molekulargas ist der natürliche Zustand der meisten Gase, weder zu heiß noch zu verdünnt. Interstellares Molekülgas macht etwa ein Drittel der Gesamtmasse des Gases in der Milchstraße aus. Es ist nicht homogen und mit Klumpen verstreut. Diese kleinen, dichten Wolken sind ideale Orte für die Entstehung neuer Sterne. Die Dichte und Temperaturbedingungen des interstellaren Gases führen zum Vorkommen einiger ganz außergewöhnlicher Moleküle. Diese hochreaktiven Spezies, die in unseren Laboren flüchtig sind, spielen eine Schlüsselrolle in der Chemie des interstellaren Mediums. Sie entstehen durch Reaktionen, die durch kosmische Strahlung oder ultraviolette Strahlung ausgelöst werden. Eine Galaxie wie die Milchstraße besteht größtenteils aus einem Gas, in dem alle Wasserstoffatome ionisiert sind. Jeder Stern ist von einer Blase aus dichterem Gas umgeben, das direkt durch ultraviolette Photonen ionisiert wird. Die Verteilung der Sterne und des interstellaren Gases wird vollständig von der Scheibenstruktur dominiert, aber die Bedeutung der Randregionen sollte nicht unterschätzt werden. Gas und Sterne können sich weit in das Äußere der Scheibe erstrecken. Eine kugelförmige Region, der sogenannte galaktische Halo, enthält eine der ältesten Sternpopulationen in der Galaxie sowie geheimnisvolle, dunkle Materie. Die zentrale Region der Galaxie zeichnet sich durch ihre Originalität aus. Der Balken formt die Struktur der zentralen Scheibe und ermöglicht es ihr, sich mit Gas zu versorgen und so eine dynamische Sternentstehungsaktivität zu unterstützen. Die Ausbuchtung des galaktischen Wulstes zeugt von einer früheren Sternentstehung in diesen Regionen. In seinem Zentrum befindet sich ein großes schwarzes Loch von mehreren Millionen Sonnenmassen. Dieses supermassive schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist im Vergleich zu den schwarzen Löchern im Zentrum von elliptischen Riesengalaxien bescheiden. Trotz seiner Masse von 4,2 Millionen Sonnenmassen blieb es bis 1974 unbekannt. Dieses schwarze Loch in der Milchstraße ruht, weil es keine großen Mengen an Gas akkretiert, sodass seine Umgebung nur eine geringe Energie abgibt. Seit seiner Entdeckung fragen sich Wissenschaftler, ob dieses schwarze Loch in nicht allzu ferner Zukunft aufwachen und zu einem aktiven galaktischen Kern werden könnte. Die Stabilität der Milchstraße scheint uns für die nächsten paar hundert Millionen Jahre keine Sorgen zu machen. Allerdings kann es regelmäßig zu Gasakkretionen kommen, die die Leistung dieser Radioquelle allmählich erhöhen. Das galaktische Zentrum wird daher genau beobachtet. Das interstellare Medium besteht aus Staub, der hauptsächlich aus Silikat oder graphitischem Kohlenstoff besteht.
Ihre Größe reicht von einigen Mikrometern bis zu einigen Nanometern. Sie absorbieren UV-Strahlung und schützen die Moleküle in den Molekülwolken. Dieser Staub tauscht ständig Moleküle und Atome mit interstellarem Gas aus. Supernova-Explosionen haben einen erheblichen Einfluss auf den Zustand des interstellaren Mediums. Die mit immens hoher Geschwindigkeit freigesetzte Energie bringt das umgebende interstellare Medium stark durcheinander. Es wird hochgradig ionisiert, voller Energie und sendet eine eigenartige Strahlung bei allen Wellenlängen aus. Deshalb heben sich Überreste historischer Supernovae wie der Krebsnebel vom galaktischen Himmel ab. Da die massereichsten Sterne eine relativ kurze Lebensdauer haben, ereignen sich ihre Supernova-Explosionen häufig in der Umgebung der riesigen Molekülwolke, in der sie entstanden sind. Die kosmische Strahlung ist die energiereichste Komponente und steht in direktem Zusammenhang mit der Gewalt, die dem interstellaren Medium durch Supernovas zugefügt wird. Ihre Energie reicht aus, um bis in das Herz der Molekülwolken vorzudringen, wo sie das Gas aufheizt und der Ursprung der gesamten interstellaren Chemie ist. Das interstellare Medium ist durch die universelle Wirkung des Magnetfeldes auf bewegte Ladungen gekennzeichnet. Das interstellare Magnetfeld ist in der Milchstraßenscheibe im Durchschnitt 30.000 Mal schwächer als das Magnetfeld der Erde. Interstellare Magnetfelder werden durch elektrische Ladungsströme erzeugt, die durch eine Art natürlichen Dynamo entstehen. Auch wenn diese Kraft nicht sehr stark ist, ist sie in der Lage, die Flugbahnen geladener Teilchen in einer Spirale um das Magnetfeld zu biegen, da sie in astronomischen Zeiträumen wirkt. Astronomen haben die Spiralstruktur unserer Galaxie aufgespürt, auch wenn man sie von außen nicht sehen kann. Infrarotbilder des Spitzer-Teleskops haben gezeigt, dass die Milchstraße von nur zwei Armen dominiert wird. Früher ging man davon aus, dass die Galaxie aus vier Hauptarmen besteht, aber zwei davon wurden inzwischen zu Nebenarmen degradiert. Die beiden Hauptarme sind der Zentaurarm und der Perseusarm. Sie umgeben einen zentralen Kern aus jungen und alten Sternen. Die Nebenarme sind der Herrscher- oder Cygnusarm und der Sagittariusarm. Sie bestehen hauptsächlich aus Gas und enthalten zahlreiche Sterngebilde. Zwischen Sagittarius und Perseus liegt ein kleiner Teilarm, der Orionarm, in dem sich unsere Sonne befindet. Der Perseusarm hat seinen Namen von seiner scheinbaren Nähe zum Sternbild Perseus. Er liegt zwischen dem Herrscherarm und dem Schützerarm. Einige interessante Himmelsobjekte sind hier zu finden. Die Explosion einer Supernova ist ebenso beeindruckend wie das Erscheinen eines Kometen. Schon vor Jahrhunderten haben Astronomen und Astrologen diese seltsamen Himmelsereignisse aufgezeichnet. Im Juli 10.054 berichteten chinesische Chroniken über das Erscheinen eines hellen neuen Sterns im Sternbild Stier. Dieser Stern blieb mehrere Tage lang sichtbar, sogar tagsüber. Im Jahr 1731 entdeckte ein englischer Astronom einen kleinen, schwachen Nebel im Sternbild Stier, Taurus. Wegen seiner Form erhielt er später den Spitznamen Krebsnebel. Er liegt etwa 6500 Lichtjahre von der Erde entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 10 Lichtjahren. Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten die Astronomen, dass sich der Krebsnebel ausdehnt. Dank rückwärtsgerichteter Berechnungen wurde klar, dass der Zeitpunkt, an dem seine Ausdehnung begann, mit dem Erscheinen des Sterns 1054 zusammenfiel. Der Krebsnebel ist die sich ausdehnende Gashülle, die durch die Supernova-Explosion im Jahr 1054 entstanden ist. Er wächst weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 1500 km pro Sekunde
und wird sich in den kommenden Jahrtausenden weiter im Weltraum ausdehnen. Im Zentrum des Nebels befindet sich ein Pulsar, der sich etwa 30 Mal pro Sekunde um sich selbst dreht. Er strahlt 200.000 Mal mehr Energie aus als die Sonne. Der Krebspulsar ist der Ursprung des Nebels und verantwortlich für seine zentrale Strahlung. Pulsare senden kurz und regelmäßig, mehrmals pro Sekunde, starke elektromagnetische Strahlung aus. Sie werden durch Supernova-Explosionen gebildet. Sie sind schnell rotierende Neutronensterne, deren Magnetfelder die Strahlung, die sie aussenden, in einem feinen Strahl bündeln. Der Krupp-Pulsar hat einen Durchmesser von etwa 28 Kilometern. Er sendet alle 33 Millisekunden Pulse aus, aber diese Frequenz nimmt allmählich ab, was darauf hindeutet, dass der Pulsar langsamer wird. Die Region um den Pulsar ist aufgrund der ausgestrahlten Energie besonders dynamisch. Der Vorgängerstern ist derjenige, der in einer Supernova explodierte und den Nebel bildete. Es war ein massereicher Stern. Wenn der Kern eines massiven Sterns in sich zusammenfällt, erstarrt er zu einem Eisenkern. Die Atmosphäre kollabiert und prallt von diesem Kern ab, was eine Explosion auslöst. Sie hinterlässt ein Objekt, im Fall des Krebsnebels, einen Pulsar. Der Vorläuferstern hatte eine Masse von etwa 10 Sonnenmassen. Die fadenförmigen Strukturen des Nebels sind mit bloßem Auge nicht sichtbar und können nur durch ein Teleskop beobachtet werden. Der Zentaurarm liegt zwischen dem Sagittariusarm und dem Rulerarm. Er ist auch als Equicroix-Arm bekannt. Der Abschnitt des Arms beginnt in der Nähe des galaktischen Zentrums und bildet den Equi-Arm. Er geht in den Cross-Arm über, wenn er sich vom Zentrum entfernt. Im Jahr 2007 wurde in einem Bereich des Zentaurearms ein Sternhaufen mit etwa 50.000 neu entstandenen Sternen entdeckt. Der Haufen ist weniger als 20 Millionen Jahre alt. In ihm wurden 26 Überriesen identifiziert, was ihn zur größten Ansammlung solcher Sterne macht. Der Herrscherarm ist nach seiner Nähe zum Sternbild des Herrschers auf der Himmelskugel benannt. Seine Quelle befindet sich am Ende des zentralen Balkens, nicht in der umliegenden Region. Der Herrscherarm wird durch den Teil des Arms definiert, der sich in der Nähe des galaktischen Zentrums befindet. Die äußersten Teile des Arms werden als Schwanenarm bezeichnet. Aus diesem Grund wird er auch oft als Herrscher-Schwanarm bezeichnet. Der Sagittarius-Arm ist neben dem Ruler-Arm einer der beiden längsten Arme der Galaxie. Sein Ende, das dem Balken am nächsten liegt, ist mit dem Ende des Balkens selbst verbunden. Der Sagittarius-Arm ist ziemlich dicht. Er liegt zwischen dem Zentaure-Arm und dem Orion-Arm in der Nähe des Sternbilds Sagittarius. Der Teil des Arms, der aus dem zentralen Balken hervorgeht, wird Sagittarius-Arm genannt, während der äußerste Teil als Carina-Arm bezeichnet wird. Im Sagittarius-Arm sind mehrere stellare Objekte zu sehen. Der Lagunennebel, auch bekannt als M8, befindet sich in etwa 4000 Lichtjahren Entfernung an einem Punkt im Sternbild Schütze, wo diese Art von Objekten in großer Zahl zu finden sind. Dies ist tatsächlich die reichste Region der Milchstraße, da sie dem Zentrum der Galaxie zugewandt ist. Staubwolken sind fast immer in der galaktischen Ebene zu finden. Der Lagunennebel ist mit einem offenen Sternhaufen verbunden. Nebel, die Sternentstehungsgebiete sind, werden oft von Haufen junger, hell funkelnder Sterne begleitet. In diesem offenen Sternhaufen befinden sich etwa 40 Sterne mit Helligkeiten zwischen 8 und 13.
Diese Helligkeit regt die Atome des Nebels an und macht ihn sichtbar. In M8 sind auch verschiedene Bockkügelchen zu sehen, dunkle Wolken aus dichtem Gas und Staub, in denen sich Sterne bilden. Der Trifid-Nebel, auch bekannt als M20, verdankt seinen Namen seiner charakteristischen dreiteiligen Form. Man schätzt, dass er etwa 4000 Lichtjahre entfernt ist. Mit einem Fernglas kann man den hellen Teil des Nebels in Form eines runden Flecks gut erkennen. Die dunkleren Teile, die den Nebel in Klappen unterteilen, werden durch die Anwesenheit von Staub und kaltem Gas verursacht. M16, der Adlernebel, liegt am Rande des Sternbilds Schild in der Nähe des Sternbilds Schlange. Seine Entfernung wird auf etwa 5000 Lichtjahre geschätzt. Innerhalb des Nebels befindet sich eine dunkle Region, die sich von Norden her zum Zentrum des Nebels hin erstreckt. Der zugehörige Sternhaufen besteht aus mehreren Dutzend Sternen, von denen einige schwach sichtbar und rot sind. Obwohl es sich um einen Emissionsnebel handelt, weist er einige reflektierende Merkmale auf. M11, der Wildentenhaufen, ist der reichste offene Sternhaufen am Himmel. Er besteht aus fast 3000 Mitgliedern und befindet sich in einer Entfernung von etwas mehr als 6000 Lichtjahren. Der Haufen ist so dicht gedrängt, dass der Abstand zwischen den Sternen im Zentrum des Objekts 10-mal kleiner ist als der durchschnittliche Abstand in der Milchstraße. Seine Sterne sind relativ jung, zwischen 200 und 250 Millionen Jahre alt. Von der Erde aus durch ein Teleskop betrachtet, scheinen die Sterne V-förmig angeordnet zu sein, so dass dieser prächtige Haufen mit einem Schwarm wilder Enten verglichen wurde. Daher sein Name. Der Omega-Nebel, auch bekannt als M17, ist eines der kontrastreichsten diffusen Objekte am Himmel. Mithilfe eines Fernglases kannst du seine zentrale spindelförmige Region erkennen, die nicht weit von einem schönen orangefarbenen Stern leuchtet. Die leuchtenden Kurven dieses Nebels lassen vermuten, dass er aus außergewöhnlichen Mengen an Gas besteht. Und doch entspricht die Masse dieses Nebels weniger als 1000 Sonnen. Trotzdem ist er mit einer Ausdehnung von fast 50 Lichtjahren einer der imposantesten Nebel in der Milchstraße. Der Omega-Nebel ist der Geburtsort eines der jüngsten bekannten Sternhaufen, der weniger als 1 Million Jahre alt ist. Der Haufen enthält höchstens 35 Sterne, aber die Gesamtzahl der Sterne im Nebel beträgt etwa 1000. Er ist eine der fruchtbarsten Sternkinderstuben in der Milchstraße. Der Orionarm ist ein Nebenarm der Milchstraße. In diesem Arm befindet sich das Sonnensystem und damit auch die Erde, nahe dem unteren Rand, etwa 26.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Der Orionarm liegt in der Nähe des Sternbilds Orion, zwischen dem Sagittariusarm und dem Perseusarm. Er ist schätzungsweise 10.000 Lichtjahre lang und 3.500 Lichtjahre breit. Der Orionarm enthält mehrere bekannte Objekte. Der Orionnebel mit dem Namen M42 ist der Erde mit 1300 Lichtjahren am nächsten. Dieser diffuse Nebel beherbergt zahlreiche sternbildende Sterne und sogar planetarische Scheiben. Der Orionnebel ist mit dem Fernglas als kleine Wolke inmitten der Sterne des Schwertes des Orions sichtbar. Er leuchtet fluoreszierend. Ultraviolette Strahlung von hellen Sternen regt Gasatome an, die wiederum Licht aussenden. Die ausgestrahlte Farbe unterscheidet sich je nach Art des Atoms.
Wasserstoff und Schwefel strahlen hauptsächlich rotes Licht ab. Sauerstoff leuchtet grün. Obwohl unsere Augen nachts Farben nicht sehr gut unterscheiden können und alle Nebel im Teleskop in der Regel grau erscheinen, ist der Orionnebel eine Ausnahme von dieser Regel und macht es einfach, die verschiedenen Farben eines Nebels zu beobachten. Der Plejadenhaufen, auch bekannt als M45, ist schon seit der Jungsteinzeit bekannt. Sein Erscheinen am Morgenhimmel läutete die Erntezeit ein. Er befindet sich 440 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und obwohl nur wenige Sterne mit bloßem Auge sichtbar sind, enthält dieser offene Sternhaufen mehrere tausend. Der Plejadenhaufen ist 100 Millionen Jahre alt. In 200 bis 300 Millionen Jahren wird er aufgrund seiner geringen Dichte wahrscheinlich vollständig in der Milchstraße verstreut sein. Der Ursprung des Namens Plejaden stammt aus der griechischen Mythologie. Die Plejaden sind die sieben Schwestern, die Kinder von Atlas und Pleione. Ihre Namen und die ihrer Eltern wurden den neun hellsten Sternen des Sternhaufens gegeben. Der bekannteste planetarische Nebel ist der Lyra-Nebel, bekannt als M57. Er befindet sich im Sternbild Lyra und ist aufgrund seiner geringen Oberflächenhelligkeit schwer zu erkennen. Er liegt etwa 2300 Lichtjahre von der Erde entfernt und ist zwischen 3000 und 6000 Jahre alt. Der Name planetarischer Nebel kommt daher, dass frühe Beobachter diese Objekte aufgrund ihrer kreisförmigen Form fälschlicherweise für Planeten hielten. In Wirklichkeit entstehen sie durch die Emission einer Gashülle von Sternen in einem fortgeschrittenen Stadium ihrer Entwicklung. Seine charakteristische Form hat ihm auch den Spitznamen Ringnebel eingebracht. Der innere Bereich des Rings strahlt ultraviolette Strahlen aus, wodurch er dunkler erscheint. Die zentralen Regionen strahlen blaugrüne Töne von doppelt ionisiertem Sauerstoff aus. Die äußeren Regionen des Rings erscheinen rot. Der Zentralstern ist ein weißer Zwerg, etwas größer als die Sonne, mit einer scheinbaren Helligkeit von 14,8. Der Hantelnebel, auch M27 genannt, befindet sich im Sternbild Kleiner Fuchs. Dank einfacher, kleiner Amateurteleskope ist es möglich, seine glockenförmige Form zu erkennen. Er hat zwei leuchtende Lappen. Diese bipolare Struktur gibt es auch in anderen planetarischen Nebeln, aber selten so ausgeprägt. Planetarische Nebel verdünnen sich im Weltraum mit einer Geschwindigkeit von mehreren 10 Kilometern pro Sekunde. Deshalb bleiben sie nicht länger als ein paar tausend Jahre sichtbar. Es gibt nur sehr wenige solcher Nebel am Himmel zu sehen. Der Hantelnebel ist eine der größten am Himmel, weil er mit einer Entfernung von weniger als 1400 Lichtjahren ganz in unserer Nähe ist und sich aufgrund seines Alters weit ausbreitet. Der Eulennebel ist ein planetarischer Nebel in etwa 2380 Lichtjahren Entfernung. Er ist auch als M97 bekannt. Er ist etwa 6000 Jahre alt und befindet sich im Sternbild Großer Wagen. Sein Name leitet sich von seiner zylindrischen Torusform ab, die von der Erde aus gesehen schräg erscheint. Die beiden Löcher an den Enden, die weniger reich an Materie sind, ähneln den Augen einer Eule. Obwohl unsere eigene Galaxie immer noch diejenige ist, die wir am besten kennen, lässt die Astronomie unsere Nachbarschaft immer weniger fremd erscheinen. Die Andromeda-Galaxie, die auch als großer Andromeda-Nebel bekannt war, bis ihre wahre Natur in den 1920er Jahren erkannt wurde, ist die größte Spiralgalaxie in der Nähe der Milchstraße und das größte Mitglied der lokalen Gruppe.
Er befindet sich etwa 2,5 Millionen Lichtjahre von der Sonne entfernt, in Richtung des nördlichen Sternbilds Andromeda. Mit einem Durchmesser von 120.000 Lichtjahren ist sie doppelt so massiv wie die Milchstraße. Seine Dynamik und Zusammensetzung sind jedoch ähnlich. In ihrem Zentrum befindet sich ein kompakter Sternhaufen mit einer Doppelstruktur. Die Andromeda-Galaxie ist eine der wenigen Galaxien, die von der Erde aus mit bloßem Auge auf der Nordhalbkugel beobachtet werden können. Sie ist eines der größten Objekte am Himmel und enthält etwa 1.000 Milliarden Sterne. Es wird angenommen, dass sie vor weniger als 3 Milliarden Jahren, als die Erde bereits existierte, durch die Kollision zweier anderer Galaxien entstanden ist. Eine erste Galaxie, die bereits vorhanden war, wurde vor 4 Milliarden Jahren von einer zweiten Galaxie getroffen, die viermal kleiner war als die erste. Durch diese Kollision verschmolzen die beiden Galaxien und es entstand die Andromeda-Galaxie, die vor 1,8 bis 3 Milliarden Jahren entstand. Wie unsere eigene Milchstraße ist die Andromeda-Galaxie eine riesige Spiralgalaxie, die von kleineren Begleitern umgeben ist. Es gibt etwa 460 Kugelsternhaufen, die mit der Andromeda-Galaxie verbunden sind. Machel 2, auch bekannt als G1, ist der massereichste und hellste der lokalen Gruppe. Er enthält mehrere Millionen Sterne verschiedener Generationen. Etwa 20 Zwerggalaxien umkreisen die Andromeda-Galaxie. Die massivste ist die Triangulum-Galaxie. M32, eine elliptische Zwerggalaxie, die trotz ihrer großen Diskretion immer noch am Rande der Scheibe der Andromeda-Galaxie zu sehen ist. Sie scheint die Quelle der morphologischen Störungen innerhalb der Andromeda-Galaxie zu sein. M33 oder die Dreiecksgalaxie ist das drittgrößte Objekt der lokalen Gruppe. Im Vergleich zu den Galaxien Milchstraße und Andromeda ist sie bescheiden. Sie enthält nur 40 Milliarden Sterne. Ihre Spiralarme sind gut entwickelt und sehen von vorne gesehen spektakulär aus. Ihre riesigen Tentakel aus kaltem Gas reichen weit über die sichtbare Scheibe hinaus, so dass es schwierig ist, den Durchmesser der Triangulum-Galaxie genau zu bestimmen. Auch ihre Entfernung von der Erde ist unsicher und wird auf etwa 2,5 bis 3 Millionen Lichtjahre geschätzt. Letztendlich scheint sie nur geringfügig weiter von uns entfernt zu sein als die Andromeda-Galaxie, auch wenn sie mit bloßem Auge viel weiter entfernt erscheint. Entlang ihrer Arme befinden sich zahlreiche Regionen mit ionisiertem Gas, ein idealer Ort für die Sternentstehung. Der größte dieser Nebel, der Dreiecksnebel, trägt die Nummer NGC 604. Er ist 6000 Mal heller als der Orionnebel und erstreckt sich über 1500 Lichtjahre. Er ist ein Emissionsnebel. Sein Gas wird von einem Haufen massereicher Sterne in seinem Kern ionisiert. Im Dreiecksnebel selbst sind etwa 200 Sterne in mindestens zwei Haufen verteilt. Die Zwerggalaxie Großer Hund ist die nächstgelegene bekannte Galaxie jeder Klasse zur Milchstraße, denn die nächstgelegene Spiralgalaxie ist die Andromeda-Galaxie. Sie liegt 42.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum und etwa 25.000 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Sie beherbergt 1 Milliarde Sterne, das entspricht etwa 1% der Milchstraße. Die Gezeitenkräfte der Milchstraße reißen die Big Dog Galaxy derzeit auseinander. Das Zentrum ist relativ zerfallen, wobei ein langer Faden von Sternen in einem Ring zurückbleibt. Der Furnace-Haufen befindet sich in der Nähe der Eridan-Gruppe und umfasst etwa 58 Galaxien.
Die hellste in diesem Haufen ist NGC 1427a, eine irreguläre Galaxie. Sie durchquert den Haufen mit einer relativen Geschwindigkeit von etwa 600 Kilometern pro Sekunde. Der Furness-Haufen enthält viermal weniger Galaxien als der Virgo-Haufen, ist aber doppelt so dicht. Die Wechselwirkung von NGC 1427a mit seiner Umgebung begünstigt die Sternentstehung und verleiht dem Haufen seine charakteristische bogenförmige Gestalt. Der Eridan-Haufen ist ein Galaxienhaufen, dessen Zentrum etwa 75 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Er befindet sich im Sternbild Eridan. Er enthält etwa 200 Galaxien, davon etwa 30% elliptische oder linsenförmige Galaxien und 70% spiralförmige oder unregelmäßige Galaxien. Diese Balkenspiralgalaxie befindet sich etwa 69 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie ist bekannt für ihr leuchtendes Zentrum und ihre gut entwickelte Spiralarmstruktur. In der Tat sind die meisten Sternbarren nicht wahrnehmbar, wie es bei unserer eigenen Milchstraße der Fall ist. Aber der Sternenbalken von NGC 1300 ist spektakulär. Dieser Balken spielt auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Galaxie, da er die Sternentstehung innerhalb der Galaxie verstärkt. Der Kern von NGC 1300 selbst hat eine kleine Spiralwindung, die sich über etwa 3300 Lichtjahre erstreckt. Dieses Phänomen ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass diese Spiralgalaxie einen imposanten zentralen Balken hat. Diese Spiralgalaxie, die etwa 65 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, zeichnet sich durch eine deutlich sichtbare Scheibe mit Spiralarmen und einem zentralen Balken aus. Sie ist als große Spiralgalaxie bekannt. Ihre Spiralarme erstrecken sich deutlich um die Galaxie herum und sind in guter Entfernung vom Kern zu sehen. NGC 1232 befindet sich im Sternbild Eridan. Dies ist eine der massereichsten Galaxienhaufen im Hydra Centauri Superhaufen, etwa 220 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Er enthält mehrere helle Galaxien sowie Haufen aus heißem Gas und dunkler Materie. Seine Masse beträgt etwa 1015 Sonnenmassen. Er ist auch bekannt als der Herrscherhaufen. Er liegt in der Nähe des großen Attraktors. Obwohl er relativ nah an uns dran und sichtbar ist, befindet er sich dennoch in der sogenannten Vermeidungszone, einem Bereich nahe der galaktischen Ebene der Milchstraße, der folglich schwer zu beobachten ist. Der Haufen ist daher durch interstellaren Staub verdeckt. Abel 3627 befindet sich im Sternbild Herrscher. In diesem Sternbild, dessen Grenzen geändert wurden, gibt es keine Alpha- oder Beta-Sterne, die sich in benachbarten Sterngruppen befinden. Der hellste Stern in diesem Sternbild ist Gamma 2 mit einer Helligkeit von 4. Der Herrscherhaufen enthält zwei interessante Nebel. NGC 6164, 6165 und Shapley 1. NGC 6164, 6165 bezieht sich auf zwei Lappen des Nebels in Emission. Das Gas des Nebels wurde von dem Stern in seinem Zentrum ausgestoßen. Dieser Stern ist die Quelle der Energie des Nebels. Der Stern ist relativ jung, zwischen 3 und 4 Millionen Jahre alt. Er ist etwa 40 Mal so massiv wie die Sonne. Shapley 1 ist ein planetarischer Nebel, der einen fast perfekten Kreis beschreibt. Er befindet sich etwa 4900 Lichtjahre von der Erde entfernt. Seine Helligkeit beträgt 12,6. Der weiße Zwerg in seinem Zentrum hat eine Helligkeit von 14.
NGC 4696 ist eine riesige elliptische Galaxie im Centaurus-Galaxienhaufen, der Teil des Hydra-Centaurus-Superhaufens ist. Sie ist für ihren aktiven Kern bekannt, der hochenergetische Materiejets erzeugt. Sie ist die größte Galaxie des Centaurus-Haufens. Sie ist von mehreren elliptischen Zwerggalaxien umgeben. Staubfäden umgeben das Zentrum der riesigen Galaxie. Diese winden sich wie eine Spirale nach innen und wirbeln um ein mögliches supermassives schwarzes Loch. Diese gestreifte Spiralgalaxie befindet sich im Sternbild Centauri, etwa 13 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie ist als eine der hellsten Galaxien in der Region bekannt. In NGC 4945 sind zwei Supernovae entdeckt worden. Die Supernovae SN2005AF Typ 2 und SN2011JA Typ 2P. Man nimmt an, dass NGC 4945 zur Centaurus-A-Gruppe gehört. Diese Gruppe von mindestens 8 Galaxien befindet sich im Sternbild Centaurus. Dies ist eine aktive, linsenförmige Galaxie vom Seyfert-Typ im Sternbild Centaurus, mehr als 200 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie ist für ihren aktiven Kern bekannt, der hochenergetische Röntgen- und Radiowellen erzeugt. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts glaubten Wissenschaftler, dass Galaxien relativ ruhige Objekte sind. Im Jahr 1943 entdeckte der Astronom Carl Keenan Seyfert erstaunliche Phänomene in den Kernen bestimmter Galaxien, wie zum Beispiel eine ungewöhnlich hohe Radiowellenemission, die Emission von blauem Licht aus den zentralen Bereichen und Leuchtkraftschwankungen. Inzwischen wurde nachgewiesen, dass die Kerne verschiedener Galaxientypen tatsächlich aktiv sind. Um sie zu unterscheiden, hat man ihnen Namen gegeben. Dazu gehören Radiogalaxien, Markarian-Galaxien, Seyfert-Galaxien, Quasare und BL-Lacerti-Objekte. Heute ist man sich einig, dass es sich um Objekte handelt, die zu einer einzigen Familie gehören. Aktive galaktische Kerne oder AGNs. Man nimmt an, dass die treibende Kraft hinter diesen aktiven galaktischen Kernen ein schwarzes Loch mit einer Masse zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Sonnenmassen ist. IC 4329 ist die hellste Galaxie in der IC 4329-Galaxiengruppe. Diese Gruppe besteht aus mindestens 25 Mitgliedern. Sie enthält eine große Anzahl von riesigen Galaxien. Diese Galaxie, die etwa 28 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, ist bekannt für ihre abgeflachte Scheibenform mit einer deutlichen zentralen Ausbuchtung, die an einen mexikanischen Hut erinnert. Obwohl sie kleiner ist als unsere eigene Milchstraße, ist diese Galaxie, die auch als M104 bekannt ist, extrem massereich. Man schätzt, dass sie 1000 Milliarden Sterne und über 1000 Kugelsternhaufen enthält. Von der Erde aus können wir diese Galaxie fast im Profil beobachten, da ihre Rotationsachse um 84 Grad zu unserer Sichtlinie geneigt ist. Das gibt uns einen Blick auf die riesige Staubscheibe, die sie in zwei Hälften teilt. Dieses Objekt ist eine der fotogensten im Universum. Sein Durchmesser erreicht 50.000 Lichtjahre und seine Masse entspricht 800 Milliarden Sonnenmassen. Das diffuse Licht, das von der zentralen Ausbuchtung ausgeht, wird von Milliarden von alten Sternen und Kugelsternhaufen verursacht. Die Sculptor-Gruppe ist der Galaxienhaufen, der der lokalen Gruppe am nächsten liegt. Diese Galaxiengruppe befindet sich in der Nähe des Superhaufens Indian Peacock und enthält mehrere wichtige Galaxien, wie zum Beispiel die Spiralgalaxie NGC 253.
Diese Himmelsobjekte sind wichtig für unser Verständnis der Struktur und Entwicklung des Indian Peacock Superhaufens und des Universums als Ganzes. Die Skulpturgalaxie, auch bekannt als NCG 253, ist eine intermediäre Spiralgalaxie in etwa 10 Millionen Lichtjahren Entfernung im Sternbild Skulptur. Diese Galaxie weist eine hohe Rate an beginnender Sternentstehung auf. Sie ist das massereichste Mitglied der Skulpturgruppe. In ihrem Kern befindet sich vermutlich ein supermassives schwarzes Loch mit einer Masse von etwa 5 Millionen Sonnenmassen. Wenn der Himmel frei von Lichtverschmutzung ist, kann man diese Galaxie mit einem Fernglas sehen, denn sie ist nach der Andromeda-Galaxie eine der hellsten Galaxien am Himmel. Die Zwerggalaxie Skulptur und die unregelmäßige Galaxie NGC 55 gehören zur lokalen Gruppe, obwohl sie beide im Sternbild Skulptur zu finden sind. NGC 1316, auch bekannt als Fornax A, ist eine riesige elliptische Galaxie, die etwa 61 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Sie ist berühmt für ihre galaktische Fusionsaktivität und die intensive Röntgenstrahlung, die von ihr ausgeht. Der Laniakea-Superhaufen ist die Heimat von Milliarden von Sternen. Einer von ihnen ist Sirius. Mit einer Helligkeit von 1,5 ist Sirius der hellste Stern am Himmel. Er leuchtet 25 Mal heller als die Sonne. Aber manche Sterne leuchten 1000 Mal heller. Tatsächlich ist es die Nähe von Sirius zur Sonne, die ihn so hell erstrahlen lässt. Er ist der fünftnächste Stern zur Erde. In der Antike war Sirius von besonderer Bedeutung, denn seine Rückkehr an den Himmel in der Morgendämmerung kündigte die Überschwemmung des Nils an, die für die Landwirtschaft wichtig war. Canopus ist ein Überriesenstern, der 71 Mal größer ist als die Sonne. Er liegt etwa 310 Lichtjahre entfernt. Er ist der hellste Stern im Sternbild Carina und der zweithellste am Nachthimmel nach Sirius. Seine Helligkeit beträgt -0,74. Er ist nicht massereich genug, um sich zu einer Supernova zu entwickeln, sondern wird wahrscheinlich zu einem weißen Zwerg. Milliarden Sterne bevölkern die Milchstraße. Aber nur die Sterne, die nicht weit von unserem Sonnensystem entfernt sind, können mit bloßem Auge gesehen werden. Der nächstgelegene ist Alpha Centauri. Er ist ein komplexer Stern, der aus drei Sternen besteht. Die beiden größten bilden einen wunderschönen Doppelstern, der 4,37 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt ist. Ihre Größe und Farbe sind ähnlich wie die der Sonne. Begleitet werden sie von Proxima Centauri, einem schwachen, winzigen Stern, der kaum anderthalb Mal so groß ist wie Jupiter. Er liegt mit 4,22 Lichtjahren näher an uns als die beiden anderen. Proxima Centauri hält den Rekord für die größte Nähe zur Sonne. Die Vega im Sternbild Lyra ist der hellste Stern in dieser Gruppe. Von der Erde aus gesehen ist sie der fünfthellste Stern am Himmel. Er ist relativ nah an der Sonne, nur gut 25 Lichtjahre entfernt. Aufgrund ihrer hohen Leuchtkraft war die Vega Gegenstand zahlreicher Studien von Astronomen und hat eine wichtige Rolle bei astronomischen Entdeckungen gespielt. So war sie zum Beispiel der erste Stern außerhalb der Sonne, der fotografiert und dessen Spektrum gemessen wurde. In der Mitte des Sterns befindet sich eine Staubscheibe, die wahrscheinlich das Ergebnis von Kollisionen zwischen Objekten in einer Trümmerscheibe ist, ähnlich wie der Kuipergürtel des Sonnensystems. Im Sternbild Orion leuchtet ein veränderlicher roter Überriese namens Beteigeuze hell auf. Er liegt etwa 500 Lichtjahre entfernt. Er ist einer der größten bekannten Sterne.
Würde er sich im Zentrum des Sonnensystems befinden, läge sein Radius zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Früher galt er als der achthellste Stern am Himmel, aber 2019 fiel er durch einen Helligkeitsabfall auf Platz 21 zurück. Eine Erklärung für dieses Phänomen war die Bildung von Staub vor dem Stern nach dem Ausstoß einer großen Menge Gas. In den folgenden Jahren nahm die Leuchtkraft des Sterns wieder zu und erreichte fast 87% seiner ursprünglichen Helligkeit. Betelgeuse strahlt mehr als 100.000 Sonnen zusammen. Irgendwann wird er zu einer Supernova explodieren, die man von der Erde aus am hellen Tag gut beobachten kann. Für uns ist Laniakea eine riesige kosmische Struktur im beobachtbaren Universum, die unsere eigene Milchstraßengalaxie sowie tausende anderer Galaxien umfasst. Mit einem Durchmesser von etwa 520 Millionen Lichtjahren ist sie eine der größten bekannten Strukturen im Universum. Dabei ist Laniakea nur ein kleiner Teil des beobachtbaren Universums, das Milliarden ähnlicher Superhaufen sowie Regionen intergalaktischer Leere enthält. Die Entdeckung von Laniakea hat es den Wissenschaftlern ermöglicht, die großräumige Struktur des Universums und seine Entwicklung sowie den Platz unserer Galaxie in dieser riesigen Ausdehnung des Weltraums besser zu verstehen. Dennoch bleibt diese Reise unvollständig, denn viele Geheimnisse und Mysterien müssen noch entdeckt werden. Vor einem Jahrhundert stellte der 100.000 Lichtjahre Durchmesser der Milchstraße den kosmischen Horizont dar. Und von unserem Standpunkt auf der Erde aus kamen wir uns bereits unendlich klein vor. Seitdem haben Entdeckungen diese Grenze immer weiter hinausgeschoben. Die Erforschung des Kosmos verstärkt unser Schwindelgefühl angesichts des Abgrunds, in den wir gestürzt sind.